Das sind die Jagerloo TV Instagram Star News vom 28. Januar 2016. Royal Republic werfen am Throwback Thursday einen Blick zurück auf das Covershooting mit Fotografin Nina Stiller. Die Do-Nots setzen regelmäßig Zeichen gegen Pegida und Konsorten, so wie gestern in Stuttgart, heute rocken sie in Frankfurt. Die Jungs von Goldman Park sind auch beim Throwback Thursday dabei mit einem Foto aus dem Sommer. Frischer werden da wohl die Fotos von Greg Holden sein, der sich darüber freut, neben Pamela Anderson, Lily Allen und Ozzy Osbourne in dem Magazin zu sein. Auch die Alex Mofa Gang ist happy über den Artikel in der neuen Visions-Ausgabe. Morgen spielen sie im Cassiopeia ihre Record-Release-Show. Carrie Faye hält sich auch im Winter fit, nämlich mit Schlittschuhfahren im Freien, natürlich in Hamburg. Kraftklub sind immer noch mit Carajo on the road. Heute Abend wird Wiesbaden unsicher gemacht. Lucas Graham verkündet den weltweiten Termin seines neuen Albums. Am 25. März erscheint das Werk, welches ab dem 5. Februar vorbestellbar sein wird. Michael Schulte ist fleißig auf YouTube und präsentiert seinen Fans heute das Cover vom Winter Song von Sarah Bareilles. Und auch Nisse haut heute ein neues Video heraus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht da, aber vielleicht, wenn ihr dieses Video nun zu Ende gesehen habt. Liebe Jagerloo-Freunde, damit ihr nichts verpasst von den Interviews, Live-Konzertmitschnitten oder Akustik-Sessions, jetzt den YouTube-Kanal abonnieren, uns auf Facebook folgen, auf Instagram ständig frische Fotos entdecken und auf Google Plus oder Twitter stets up to date zu sein. Also sei dabei!